Auf 5, die haben sie doch nicht alle. Da weißt du auch direkt, warum die Nebenkosten so in die Höhe springen. Also. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Vanessa Wenk, Immobilienmaklerin. Und heute begrüße ich dich wieder zu einem Video in meiner Serie Anlageimmobilien. Ich kaufe ja aktuell selber ein Objekt, was eine gewerbliche Anmietung hat. Und wir sind jetzt heute dabei, mit unseren Azubis ein bisschen das Objekt aufzubereiten. Wir haben jetzt verschiedene Themen, die wir machen werden. Also zum einen gibt es das Thema, wir wollen unsere Zimmer möblieren. Ja, wir brauchen jetzt Regale, die werden gerade angeliefert. Zweitens, wir werden jetzt noch eine Vermessung der Immobilie machen. Und drittens schauen wir aufgrund der Vermessungsgrundlage, wie viele Betten können wir jetzt eigentlich unterbringen. Also ganz viele To-Dos, die wir jetzt auf der Liste stehen haben. Und ich habe auch schon meinen riesengroßen Ordner mit dabei. Und da werden wir gucken, dass wir das jetzt nochmal an Informationen befüllen. Und ich finde es schön, dass du jetzt mit dabei bist. Ja, also wir sind jetzt auf dem Weg nach Würmersheim zu meinem neuen Objekt und ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Sendung meiner Serie Kapitalanlagen, wie man die so kauft, was man da berücksichtigen muss und so weiter. Und jetzt haben wir heute einen kleinen Videodreh mit einem kleinen Gast auch. Wir haben nämlich den kleinen Bruder von unserem Kameramann Tim dabei. Der macht heute ein kleines Praktikum mit uns. Und ja, ich freue mich. Also die zwei Jungs, unsere Azubis, sind jetzt schon auf dem Rückweg Richtung Würmersheim. Die haben nämlich jetzt für die Gäste, also für die zukünftigen Nutzer, schon Möbel abgeholt. Huch, ich wollte dich nicht überfahren. Und die sind quasi jetzt schon auf dem Weg dahin, um das da gleich abzuladen und aufzubauen. Und ja, die Jungs hatten heute so ein paar Problemchen. Also die haben unter anderem, die sind zu zweit losgefahren. Der eine hatte keinen Führerschein, weil sein Portemonnaie letzte Woche geklaut wurde. Der andere hatte keinen Führerschein, weil er ihn abgegeben hat und bisher noch nicht wiederbekommen hat, obwohl er ihn eigentlich schon wieder hat. Und dann haben die diesen Transporter nicht bekommen. Also das war Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 war, dass ich habe keine Ahnung, sie hatten auf jeden Fall 1000 Probleme, ich kann es nicht mehr zusammenfassen. Und jetzt sind wir halt mit einer Verzögerung von, keine Ahnung, 4 Stunden oder so, oder 5 Stunden sogar, in Würmersheim. Jetzt ist auch schon Feierabendverkehr, also es ist zeitlich total aus dem Rahmen gesprungen heute. Vor allen Dingen müssen die auch wieder den Transporter zurück nach Walldorf bringen, das ist ja auch nochmal eine Stunde Fahrt. Also eine knappe Stunde, ja, mal sehen. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen Halligalli heute. Also die Jungs sind noch nicht da, aber wir starten jetzt schon mal. Jetzt gucken wir mal, welcher von diesen super tollen Schlüsseln da reinpasst. Vielleicht der. Boah, Schlüssel Nummer 2. Ich kann das schon. So. Okay, da liegt auf jeden Fall schon mal ein Stift. Den werde ich mir jetzt gleich mal klauen. Jetzt aber mal zurück zum Job. Jetzt kommen die Jungs. Lass mal aufmachen. Egal, fällt runter. Da sind sie. Ey, Jungs! Wuhu! Hi. Seid ihr gut gelaunt? Ja. Also nicht? Doch. Wir haben schon mal angefangen. Hier ist richtig hot, kommt mal schnell mit. Also ich würde sagen, Tim, wie heiß ist es hier, was glaubst du? Gefühlte 35 Grad, richtig eklig. Also es ist richtig heiß. Also wenn ich jetzt rede, wird es richtig trocken, so im Mund. Also es ist richtig übel heiß. Mal gucken, wie so hier die... Auf 5, die haben sie doch nicht alle. Da weißt du auch direkt,
warum die Nebenkosten so in die Höhe springen. Also unglaublich. Wir wollten hier mal gucken, ob wir die ganzen Möbel unterstellen, weil die Jungs haben jetzt ja quasi bei IKEA soweit alles geholt und die schleppen jetzt die Regale nach oben. Diese Regale sind deshalb so gut für solche Räume, weil, genau, mal ein Licht anmachen, weil diese Regale echt gut als Raumteiler dienen, ein bisschen Schall schlucken, wenn da Klamotten drin sind, und ich finde die einfach sehr praktisch. Also das muss ich wirklich sagen, da können auch keine Scharniere kaputt gehen, weil diese Schränke, die sind regelmäßig am Arsch, weil die Leute einfach dran ziehen, mit Gewalt, wie auch immer. Und deswegen mag ich solche Regale, die massiv im Raum stehen und ja, wo dann einfach nicht die ganze Zeit irgendwas kaputt ist und ich neu investieren muss. Und ja, dann kommen wir jetzt vielleicht mal zum wichtigeren Punkt, nämlich wie viele Personen passen hier jetzt wirklich rein. Dazu brauchen wir mein Messgerät. Ja, also jetzt habe ich gerade noch mal ganz im Detail ausgemessen. Falls dich interessiert, wie man grundlegend nach DIN-Norm Wohnflächenberechnung macht, dann kannst du jetzt auf jeden Fall dieses Video auch bei uns im Kanal sehen, weil da wird auch noch mal ganz genau erklärt, wie genau kalkuliere ich meine Wohnfläche, und zwar so, dass sie wirklich nach DIN-Norm anerkannt ist. Also wie das zum Beispiel ist bei solchen Schrägen, wie viel Prozent darf ich davon an Wohnfläche wirklich nutzen. Auch das Thema, wie kann ich bei Balkonen die Fläche eigentlich berechnen und zu wie viel Prozent darf die dann in die DIN-Norm, also in die Wohnfläche, mit einkalkuliert werden. Schau dir das auf jeden Fall an. Jetzt geht's weiter. Also es ist ja schon ein bisschen dunkel hier, wie man sieht, aber wir haben leider noch keinen Strom hier oben. Das war jetzt übrigens auch das Geschoss, was ich bei der Bank ganz besonders nochmal erklärt habe, wo ich dann diese Vorher-Nachher-Bilder auch gemacht habe mit verschiedenen Ideen, Gestaltungs- und Einrichtungsbeispielen. Das könnt ihr natürlich auch in meinem Video nochmal sehen, auch innerhalb dieser Serie mit Anlageimmobilien. So, jetzt wollen wir mal gucken, was die Jungs hier so mitgebracht haben. Und vor allen Dingen, was sie schon ausgeräumt haben. Also es war angeblich komplett voll. Also ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Ich hoffe, ich kriege irgendwie eine Rezension von dir. Kommentier mir das auch gerne. Freue mich auf deine Rückmeldung. Und bitte teilen nicht vergessen. Wenn du das nächste Mal auch die Glocke hier aktivierst, dann sehen wir uns demnächst wieder hier bei YouTube. Ich bin Vanessa Wenk und tschüss.